Damen und Herren, liebe Studierende. Herr Christopher und Frau Schröder haben insofern recht, als dass der Gründungsgedanke der Europäischen Union tatsächlich Friede und Wohlstand für die europäischen Länder war. Die Frage ist, kann die Rolle eines Global Players diesen Wunsch tatsächlich verwirklichen? Und unsere Ansicht ist, und meine Überzeugung ist tatsächlich, zumindest in dieser Debatte, dass die EU als Global Player tatsächlich zu weniger Frieden und weniger Wohlstand führt, und zwar nicht nur in der Europäischen Union, nicht nur in den Ländern drumherum, sondern gesamt in der Welt. Und warum, das möchte ich Ihnen kurz erläutern. Was bedeutet denn Global Player? Global Player bedeutet, dass mit der Macht, die ich habe, auch eine Verantwortung kommt. Da kommt eine Erwartungshaltung, die hat Frau Schröder eben schon ganz richtig benannt. Da kommt dann der Rest der Welt und sagt, Moment mal, in dem Moment, wo ihr so viel Macht, so viel Einfluss habt, müsst ihr euch auch in Konflikten darum kümmern, dass diese gelöst werden. Ja, das war bisher die USA, die haben das ein paar Mal vermasselt, lief nicht so gut, jetzt ist unsere große Chance. Aber sollten wir diese Chance nutzen oder nicht? Und wir sagen nein. Warum? Wie hat die EU bisher sich mit Konflikten auseinandergesetzt? Wir waren diplomatisch, das bedeutet, wir haben verhandelt und wir haben Geld gegeben. Ja, beides Mittel, die irgendwo legitim sind und wo man sich die Hände nicht schmutzig macht. Das Problem ist aber, dass viele Konflikte, die wir heute haben, irgendwann schmutzig werden, irgendwann blutig und dreckig werden und da müssen wir militärisch vorgehen. Und das, meine Damen und Herren, bedeutet, dass wir irgendwann einem Interventionszwang ausgesetzt sind. Und das ist die Frage, wollen wir das? Wollen wir das, können wir das, sollen wir das? Und da sagen wir ganz klar, nein. Warum? In dem Moment, wo wir militärisch quasi aktiv werden müssten, dann müssen wir erstmal eine Armee haben. Die haben wir nicht in Europa. Wenn wir eine Armee hätten, müssten wir dann erstmal weiter aufrüsten und die zusammenschweißen, damit wir überhaupt irgendwie tätig sein können. Und warum ist es an sich schlecht aufzurüsten? Ganz einfach. Aufrüsten führt zu mehr Gewalt. Das ist so ein bisschen dieses Prinzip, if you have a hammer in your hand, everything looks like a nail. Das heißt, wenn Sie einen Hammer in der Hand haben, sieht alles irgendwie wie ein Nagel aus und dann wollen Sie mal raufschlagen. Und warum müssen wir auch irgendwo mal raufschlagen? Weil wir sonst ein Tiger ohne Zähne sind, meine Damen und Herren. Wir können uns nicht als Weltmacht behaupten, wenn wir nicht nachweisen können, dass wir auch gewillt sind, in bestimmten Konflikten aktiv zu werden. Das ist aber nicht nur ein Problem für andere, ja, wenn wir quasi Gewalt in die Welt tragen, das ist auch ein Problem für uns. Weil in dem Moment, wo wir gewalttätig werden, in irgendeiner Form, ohne sozusagen die Umstände zu kennen, ohne eine Berechtigung, eine Legitimation zu haben, uns irgendwo einzumischen, führt das zu direkten und indirekten Angriffen. Direkten, weil Leute, die wir angreifen, sich verteidigen, und indirekt, weil Länder, die sich ohne eine Berechtigung zu haben, irgendwo einmischen, dem Terror ausgesetzt sind, wie wir eben sehr gut in den USA sehen. Das Ganze ist schlecht, weil es nämlich die Sicherheit und Stabilität nicht nur in Europa, sondern gesamt in der Welt gefährdet. Aber selbst, meine Damen und Herren, wenn es nicht zu dieser Gewaltspirale käme, wäre es immer noch schlecht, Global Player zu sein. Warum? Ganz einfach. Momentan ist die EU eine Diplomatie mit vielen Stimmen. Es ist nicht ganz so, wie Frau Schröder das beschrieben hat, dass die EU sich hinstellt und als ein einzelner Akteur Diplomatie macht. Momentan gibt es immer einzelne Länder, die angefragt werden in bestimmten Konflikten, weil man sagt, die haben unterschiedliche Meinungen, manche, die gerade kleineren Länder, wirken häufig ein bisschen neutraler, wenn sie nicht so eigene Interessen haben. Oder man fragt konkret große Player an, weil wir ihre Interessen kennen. Wenn wir über Israel reden, dann ist es gut, dass wir die Vielfalt haben. Ja? Dass sozusagen Großbritannien oder meinetwegen auch Frankreich einer Ansicht ist und Deutschland Israel tatsächlich unterstützt, während die anderen, wie gesagt, Israel kritisch sind. Wenn wir uns den Irakkrieg angucken, meine Damen und Herren, dann ist es gut, dass die UK dafür waren und dass Deutschland und Frankreich gesagt haben, wir sind dagegen. So kommt es nämlich zu einem Austausch, so kommt es zu einer Debatte, so kommt es zu der Diskussion darüber, ist das, was wir machen, richtig? Dürfen wir das? Sollen wir das? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Was passiert, wenn wir als Global Player nur noch mit einer Stimme sprechen können, meine Damen und Herren? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das erste ist, dass wir uns nicht mehr einmischen, weil wir uns verdammt nochmal einfach nicht einigen können, was wir eigentlich wollen. Und wenn wir uns in diesen Konflikt nicht mehr einmischen, aber alle anderen von uns erwarten, dass wir uns einmischen, dann werden wir unserer Rolle als Global Player nicht gerecht und dann verlieren wir diese Rolle irgendwann automatisch wieder, weil man uns nicht zutraut, Konflikte auch lösen zu können. Die andere Möglichkeit ist, dass wir uns einmischen, aber ohne die Legitimation aller, weil wir trotzdem irgendwie mit einer Stimme sprechen müssen, ohne dass alle davon überzeugt sind, dass es die richtige Sache ist. Auch das ist schlecht. Einmal natürlich, weil wir in einem demokratischen Staat, in einer demokratischen Union leben, wo es darum geht, tatsächlich davon überzeugt zu sein, das zu tun, was wir machen. Und es ist natürlich auch schlecht, weil wir damit einfach ganz viel Schaden in der Welt anrichten. Jetzt ist die Frage, was ist die Alternative, wenn nicht Global Player sein? Und da sagen wir ganz klar, wir müssen eine Regionalmacht sein. Warum ist es gut, eine Regionalmacht zu sein? Wir kennen unser Land. Und damit meine ich jetzt nicht Deutschland, sondern wir kennen unser Europa, wir kennen die Werte, wir wissen, was die Leute wollen, wir wissen, was die Leute brauchen. Das wissen wir hier sehr gut. Das wissen die Inder bei sich sehr gut, das wissen die Chinesen bei
bei sich sehr gut, das wissen die Lateinamerikaner bei sich sehr gut. Und deshalb brauchen wir diese Vielfalt der Werte, diese Vielfalt der Kenntnisse, um weiter Stabilität und Sicherheit nicht nur in Europa, sondern in der Welt zu haben. Und deshalb muss die EU eine regionale Macht sein und bleiben und kein Global Player werden. Dankeschön.